Also dieser Workshop, ne, der ist ja aufgeteilt in drei Phasen. Ne? Also eine jetzige Phase, eine Phase im September und eine dann die nächste im Frühjahr. Ne? Also das heißt, es gibt eine gewisse Sedimentationszeit zwischen den einzelnen Abschnitten, wo die Leute nachdenken können. Und wie gesagt, in dem Moment, wo sie sozusagen beginnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, werden sie beginnen, auch das Thema für sich selbst auszuarbeiten. Natürlich braucht es enorm viel Erfahrung in allen Dingen, das wissen wir ja alle. Ne? Und dass ich nicht heute hergehen kann, heute lerne, eine historische Mauer zu mauern und danach morgen kann ich an einer Burg tätig werden, das geht natürlich nicht. Aber ich sage, der Anfang muss gemacht werden. Und wenn man dann will, dann lernt man sich eben schön langsam ein und wird irgendwann zum großen Spezialisten. Ja. Ich glaube, was die Steinmauern von allen anderen Techniken, Gebäude zu bilden, unterscheidet ist, dass Stein ein Naturmaterial ist. Nicht umsonst kommt dann der Kunststein, der Ziegel und der Beton, der in einer Industrie oder im Großgewerbe hergestellt wird und der Mensch am Bau hat den nur zu schlichten mit Mörtel, während beim Stein sie ja das Naturprodukt einmal zuerst aus dem Bach holen, vom Steinbruch holen, von der Schütthalde. Sie nehmen in die Hand, sie schauen, wie passt er am besten, was will ich damit eigentlich auch darstellen, ein grobes Mauerwerk, ein feines Mauerwerk. Und in dem Moment, wo ich Gestalt anlege, lege ich auch Hand an und muss entscheiden, bearbeite ich ihn nicht. Auf die Art und Weise entstehen viele Bilder, die auch nachher einen ästhetisch ansprechenden Charakter besitzen. Und das unterscheidet eine Steinmauer von einer anderen Mauer. Ja, also wenn ich jetzt irgendwann einmal eine Ruine oder eine Burg oder so sehe, dann weiß ich schon einmal mehr als wie vor 3 Tagen. Es ist schon ganz was anderes. Ja. Beh, ho imparato molte cose sul lavoro a pietra, sugli intonaci, malte e così, e su come riconoscere. Come riconoscere la tipologia di sabbie. In questi giorni i ragazzi si sono confrontati tra di loro, tra loro i sedi con la scuola di Innsbruck, su una tipologia particolare di costruzione che riguarda la muratura a sasso. Hanno potuto realizzare e vedere 3 tipologie diverse di muratura e dopo si sono cimentati anche in quello che era, diciamo, la parte dell'intonaco e dell'uso della calce. Ja, es war sehr interessant für die Schüler, damit sie einmal den ganzen Aufbau von Handwerk des Maurers einfach sehen und da wieder mitgeteilt kriegen, weil heutzutage die Maurer, es ist einfach schwieriger auf die Baustellen heutzutage, dass sie da vernünftig wieder ein Handwerk erlernen können, weil einfach die Zeit viel zu schnelllebig ist, die Materialien sind andere. Und jetzt können wir da wieder zurück zu den Wurzeln, ist eine super Sache, einfach mit alten Materialien wieder da vernünftig arbeiten zu lernen. Ich denke, die Chance an der Stelle, etwas zu lernen, was die Altvorderen über Jahrhunderte gekonnt haben, ist das, was die Leute da mitnehmen können. Und wenn sie auch darüber hinaus mitnehmen, dass es ein Europa ist, weil historisch gebaut hat man in Belluno genau gleich wie in Hainfels, dann denke ich, haben sie 2 Sachen mitgenommen. Und ich denke, das Verständnis für das Bauen, fürs historische Bauen, fürs historische Handwerk und die Transformation in die heutige Zeit, dann, wenn sie draußen in der Kulturlandschaft Stützmauern machen, soll ihnen auch die Botschaft mitgeben, dass das auch ästhetische Werte sind und nicht nur der Maßstab, die Kettenlänge und die Hebekraft des Baggers sind, sondern dass es da auch um andere Dinge geht und die, denke ich, kann man hier sehr gut lernen.